Herz, willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Oh. Doch, was? Ja, hallo. Jo, Volker Diesel hier. Servus. Wo bleibst du? Ich bin gerade im Traktor, ich bin gerade auf dem Weg, ich fahre jetzt gerade im Sägewerk los. Ach so, ansonsten hätte ich dich mit dem Auto eben schon abgeholt. Nee, ich muss die Sämaschine mitnehmen. Also. Ja, die soll der Neumann nämlich dann verkaufen. Ich habe ja noch die Väterstätt vom Lukas Müller. Also ja, ich bin mit dem Auto, LKW und Tieflader da. Weil ich habe mein Auto vorhin noch bei der Polizei abgeholt. Und der Verdächtige war der Lukas Müller, der die Stadt verlassen hat. Ah ja, dann ist ja alles klar. Scheibe einschlagen und Fahrzeug kurz schließen, um umzustellen. Okay. Naja, dann ist er gut, dass er weg ist, ne? Alles klar. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ciao. Ciao. So, wie immer bin ich ein bisschen spät dran, was Termine betrifft. Muss mich ein bisschen sputen, die anderen warten nämlich alle beim Sägewerk, beim Holz und Michel, beim Holz Michel. Weil wir haben uns verabredet, dass wir einfach alle zusammen heute Abend Silvester feiern. Also das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich hoffe mal, ich bin auch pünktlich und komme nicht zu spät und bis dann nach 0 Uhr. Wir werden einfach zusammen den Abend verbringen. Wir haben uns da an einem guten Spot verabredet. Vielleicht kennt ihr den auch schon. Vielleicht aber auch nicht. Und falls nicht, dann könnt ihr da ja auch mal hingehen. Das ist nämlich einer der geheimen Meeting-Spots auf der Map. Da haben wir ja ein paar verbaut, wo man sich treffen kann. Ja. Muss ich gerade mal gucken, da müsst irgendwo bald rechts mal reingehen. Wo ist denn die Einfahrt? Wo ist es denn? Hier geht's zum Holzmichel. Aber ich habe mit dem Neumann ausgemacht, dass ich die Sämaschine auf den Parkplatz stelle. Deshalb muss man noch ein bisschen weiter und dann rechts ab auf den Parkplatz. Jo, Stefan. Volker Diesel hier. Ich habe gerade auf dem GPS gesehen, du bist an der Einfahrt vorbeigefahren. Nein, alles gut. Wir sind oben beim Holzmichel. Ja, aber ich parke auf dem Parkplatz. Achso, ja, wir stehen alle mit den Autos hier oben. Ja, das kann ja sein, aber ich muss zum Parkplatz, weil muss der Neumann dann die Sämaschine mitnehmen. Das habe ich mit dem so vereinbart. Ja, und da parke ich dann und dann ist alles gut. Dann laufe ich hintenrum durch den Wald hoch. Keine Ahnung. Ja, ich aber. Alles gut. Weiß ich nicht, wir haben uns jetzt erstmal hier beim Holzmichel an dem Gebäude getroffen. Ja, okay. Alles da. Bis gleich. Gut. Bin gleich da. Hoffe ich. Alles klar, machen wir. Gut. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ja.
So, dann parke ich mal hier. Oder nee, warte mal. Ich fahr da den Wald hoch. Oh, überall Müll, ey. Was soll denn das? Muss die Gemeinde mal aufräumen. Nee, wir fahren jetzt den Waldweg noch ein bisschen hoch. Dann ist es nämlich ein bisschen kürzer. Müssen wir nicht ganz so weit laufen. Hier müsste jetzt irgendwo eine Haltebucht kommen. Ja, hier. Gut, da stellen wir uns einfach hin und dann ist gut. So. Muss ich mich mal ein bisschen beeilen, dass ich zumindest halbwegs pünktlich komme. Kann nicht mehr. Es ist steil, ey. So ein Mist. Ich weiß auch nicht, wie weit es geht. War ja eigentlich noch nie. Und was ich auch nicht weiß, ist, ob die anderen jetzt warten beim Sägewerk, beim Holzmichl, oder ob die schon hochlaufen. Ein bisschen Lichtsignale, aber ich. Nee, das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, keiner. Nee, da ist keiner da. Ja, dann laufe ich einfach weiter. Vielleicht warten sie auch in der nächsten Kreuzung. Kommt von rechts, glaube ich, nochmal ein Weg. Hallo? 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 Alter. Hallo? Da ist keiner da. Naja. Ja, ich glaube, da mache ich mich mal auf den Weg und laufe weiter. Ja. Hallo? Ich bin gerade auf dem Weg. Ah ja, okay. Kann ich hier den Waldweg einfach hochfahren? Nein, dürfen Sie nicht. Okay, danke. Gut. Bis dann, Herr Müller. Jo. Naja, ich werde jetzt auch einfach mal weiterlaufen. Und der Weg wird auch immer steiler, ey. Was soll denn das? Alles dunkel. Nee, da ist kein Mensch ist hier unterwegs, ey. Wo sind die denn alle? Hoffentlich bin ich bald oben, ey. Ich kann nicht mehr. Mann, ey. Ja, aber wenn hier Steine sind, dann bin ich vielleicht gleich da. Schnitzel zum Abendienst. Ah, ich höre was. Ja, und kleine Kinder. Was hat er denn jetzt? Hallo. Hallo. Hast du nichts in den Latschen oder was? Nee. Sitzt da Soll ja ich nur einer am von vorne den Hocker. Gordis holen gehen? Ich glaube, der wartet jetzt drauf, dass einer den holen kommt. Wir sind zum Nein, Teil hier den holt hochgesprintet. keiner. Ja, der Volker, man muss rechnen. Volker, Rocher, ja. Lockerung einfach. Ey, Blaubeer, sei ruhig. Oh ja, die Waden, die sind ganz weich. Da ist ja gar nichts drin außer Luft. Ey, Jürgen, aufpassen. Wesix. Aber Servus, Ich alle hoffe, Wesix miteinander. achtet nicht nur auf Herr Veronas Beine. Und was macht ihr so Was? hier? Nein. Nein.
So, ich geh jetzt erstmal hier hoch. Pass auf, dass dein Auto gleich nicht in See landet. Soll das einfach eine nicht Drohung sein? Ja, von hier habe ich eine super Aussicht. Das wird, glaube ich, ein gutes Feuerwerk. Da kannst du ein gutes Feuerwerk angucken. Ah, hallo, Volker! Ja? Moin! Servus! Ja, weil das ein bisschen abgelegener ist. Ja, ist gut, ist gut. Hat nur eine gute Sicht aufs Feuerwerk und alles. Wird bestimmt cool. Habt ihr eigentlich genügend Getränke dabei? Gar keine Ahnung. Gut. Also der Jürgen, der ist ganz hoch. Stefan, tut dir das nicht weh? Was? Hat der auf deinen Schultern steht? Ja, eigentlich schon. Na, Jürgen hat breite Schultern. Also jetzt. Ja. Ja. Eieiei. Prosit. Gib mir auch mal eins. Danke. Ich will auch. Ah ne, ich muss noch fahren. Ah, kannst halt trotzdem fahren. Der Jäger ist auch da. Jäger ist hinter ihm. Moin. Ein daneben. Ja, ja. Ja, ausnahmsweise. Ich bin ja gut aussehend in dem blauen Hemd. Ah, der hat eben eh schon einen Unfall gebaut von dem her. Nein! Der Jäger trinkt heute mit. So, andersrum. Ja, genau. Oder der Jäger? Der mit Mütze. Der mit Mütze. Ja, ohne Mütze ist er noch gut aussehend, der Herr Blaubeer. Ah, ja. Aber zum Glück nicht du. Dann müsste ich erstmal funktionieren, den Spiel haben, das zu beurteilen. Ein Schnitzel kann nicht gut aussehen. Doch, gut ja, ja. Wohl, wenn man es essen will. Gib mir ein bisschen Zitrone, die ich besser auch. Champions da drauf liegen. Alter, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, genau genommen. Ist bald soweit. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Frohes Neues. Frohes Neues. Happy New Year. Frohes Neues. Jo, Prost. Und Prost. Ja, 2021. Ah ja, nein, Mann. Alles Gute. Frohes Neues. Frohes Neues. Jo, alles gut. Frohes Neues. Alles Gute. Frohes Neues. Warte. Das komplett. Ja, Jäger, alles Frohes Gute Neues. Und passen Sie auf sich auf. Jo, Volker, frohes Neues. Björn, alles Gute. Oh. Und wegen den Paletten reden wir nochmal. Das macht alles der Jürgen. Okay. Ich glaube, da brauchen wir keine Angst haben. Jürgen. Ja, du musst sie. Ja. Dann machst du die ganze Zeit hinter mir her, ja? Ich krieg Angst. Herr Razex, warum glotzen Sie schon wieder auf den Arsch von Herrn Varuna? Hey. So, Patrick, du musst mal deine Brille putzen. Ich hab das geputzt. Auch gesehen. Momentchen mal. Heide, nein hier. So, jetzt ist sie wieder sauber. So. So, ich wünsche euch natürlich allen frohes Neues, ja? Gute Geschäfte, ne? Ich glaube, Razix und Gordes haben ein bisschen viel getrunken. So, zur Feier des Tages. Sollen wir ein schönes Böllöckchen an, ne? So. Naja. Naja, das ist gute Ware. Wo ist der Krater jetzt? Ich dachte, das war das Feuerwerk. Nicht, dass wir da alle reinfallen. Oh, vielleicht war es ja auch das Fahrzeug vom Razix. Habt ihr das gesehen? Die Reifen sind gerade zerplatzt. Ich bin da gerade schon runtergefallen. Das tut wegen der Sache von vorhin. Es platzen jetzt 50 Minuten später die Reifen. Naja, ist ja nur ein Knöchel. Ja, ja, das passt ein ganz schönes Feuerwerk. Ja, ja. Oh, die sind fast synchron gezündet. Oh, schön. Happy New Year.
Ah ja. Wir haben jetzt hier eine Batterie gezündet. Uiuiui. So. Schee. So, hat noch jemand was zu trinken? Hast du noch was Feines? Ja. Ich bräuchte noch was zu trinken. Irgendwas auf, dass es nicht runterfällt. Das bisschen tut dir auch mal gut. Trinken. Ja, ich hab nur noch Dosenbier. Ich hab auch noch ein Bierchen. Oder nee. Mir egal, gib her, was da ist. Ich trinke heute alles. Danke, Prosit. Aber ich glaube, der Gordes hatte noch ein sechstes Auto. Ja, wollen wir mal eben runtergehen oder holen? Ja, sie sind doch ein erwachsener Mann, sie können doch wohl alleine durch den Wald. Der nicht. Ich hab Angst im Dunkeln. Ja, ich weiß, der Basics ist aber hier oben, der kann ihn nichts tun. Okay, ja, dann bin ich. Wo ist denn der Jürgen? Ist doch gar nicht da. Jo. Knapp. Oh, ich bin auch müde, ey. Aber sonst. Durchgängig. So, liebe Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Bis dahin. Tschüss.